So, herzlich willkommen zurück hier zur Credit Suisse Trading Academy und der US Open. Da schalte hier am Dienstag, 2. April. Ja, wie schaut's in dieser Woche aus? Interessante Marktbewegungen dort angefangen, interessante Bewegungen und vor allen Dingen wieder einiges an Nachrichten hier. Alles okay, sagt Gerhard. Das ist schön, freut mich jedenfalls hier. Von meiner Seite aus leider nicht alles richtig in Butter, habe nämlich irgendwie mir heute Nacht anscheinend eine leichte ein Schnupfen aufgesagte. Ja, ich fühle mich relativ maddelig. Eigentlich habe ich den Dreivierteltag heute nur hier daheim verbracht und nicht wirklich viel gemacht. Und in dem Zusammenhang werde ich es auch heute ein Stück weit kürzer gestalten. Trotzdem sollten wir gucken, was in den Märkten passiert ist. Heute hatten wir die Zinssatzentscheidung seitens der australischen Notenbank dort, RBA, entsprechend dort ja, von sich gegeben, dass es eher wiederum negativ gesehen wird, dass die wirtschaftliche Situation dort eher schwach gesehen wird und in dem Zusammenhang dann die Märkte auch wahrscheinlich eher eine Zinsreduktion finden könnten und entsprechend dadurch dann der australische Dollar ziemlich stark in Mitleidenschaft gekommen war, der ganze Markt entsprechend also schwächer zugunsten des US-Dollars und der, den wir gerade sehen können, er konnte sich allerdings hier in den letzten Stunden dort nicht mehr so stark positiv bewegen. Allerdings möchte man ja fast meinen, dass die Zahlen jedoch schwächer reinkommen und dadurch durchaus den US-Dollar ja auf der negativen Seite stark belasten. Das Ganze allerdings nicht der Fall gewesen. Wir können beobachten, dass sich der US-Dollar immer noch ein Stückchen weit hält und nicht unbedingt hier sich großartig abwärts bewegt. Trotzdem würde ich jetzt dabei bleiben und vielleicht nochmal überlegen, hier eine erneute Kauforder im Markt zu aktivieren. Wir sind relativ weit unten. Wir könnten durchaus hier mit einer gewissen Chance dort schauen, dass der Markt vielleicht ein bisschen positiv die lange Seite hier behandeln könnte und durchaus davon auszugehen wäre ja, wenn wir uns anschauen, was hier auf der Agenda steht, in den nächsten Handelstagen hier nicht unbedingt viel negativ oder positives. Heute Dienstag, am Freitag erwarten wir ja große Marktbewegungen im Zweifel, wenn wir uns anschauen, was in den oder mit den Non-Farm Payrolls dort passieren könnte. Ansonsten, wie gesagt, hier nicht unbedingt viele Bewegungsmöglichkeiten, die hier gesehen werden könnten. Eher wahrscheinlich die Chart-Idee, die dort überwiegt. Soll heißen, hier würde ich eine weitere Kauforder legen und würde jetzt sagen, die ursprüngliche Idee, die 1.1210, 1.1208, könnte natürlich den Markt hier mit etwas Potenzial weiter nach oben befördern und durchaus dafür sorgen, dass wir hier eine leichte Aufwärtsbewegung sehen könnten und dadurch in dem Zusammenhang hier den Markt auf der langen Seite bewegen. Das heißt natürlich hier bei Stop legen wir eine Kauforder 1.1207. Gucken wir mal, ob wir die gleich so anpassen müssen noch. Stop-Loss logischerweise hier auf der unteren Seite 1.1190. Relativ knappe Position, also in dem Fall hier und Take Profit, ja, den gucken wir uns gleich aus. 1,12, was haben wir oben? 30 als erstes. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze überhaupt einen gewissen Sinn macht. So, da liegt unsere Order. Da gucken wir jetzt auf die Mobilfunkgerät Pit schon. Da haben wir noch die unteren Ebenen und gucken, was passiert. Also, wir setzen darauf, dass hier vielleicht eine Gegenbewegung noch einmal im Markt eintritt. Wir setzen darauf, dass hier durchaus die Nachrichtensituation, die Nachrichtenlage vielleicht durchschlagen könnte, indem der Aktienmarkt natürlich einen gewissen Einfluss haben, jedenfalls trotzdem auch der US-Dollar mit in negativen Zahlen dort durchdrücken könnte und das Ganze dazu führen könnte, dass wir durchaus weiterhin Abwärtspotenzial sehen könnten und der Markt sich in dem Zusammenhang hier auf der oberen Seite bewegen könnte. Also US-Dollar-Schwäche könnte hier im Markt auftreten. Diese durchaus leichte bullische Kerzenbewegung, durchaus bis an diesen Widerstandsbereich heran, wenn wir uns gucken, anschauen, wo die Trendlinie dort laufen könnte, haben wir natürlich, je kurzfristiger wir dort das Handelsgeschäft eröffnen, die Möglichkeit, eventuell den Markt dort oben mit Gewinn rauszuschöpfen. Auf der anderen Ebene natürlich könnten wir uns überlegen, dass hier sollte die Position weiterlaufen hier, dass wir hier diese Unterstützungszone sehen, dass dieser Pinbar, sollte er sich denn wirklich hier im Markt bilden, einen großen Eindruck leiten oder mitbringen könnte und entsprechend dadurch der Pinbar entsprechend diese Aufwärtsbewegung wiederum hier, die Aufwärtsbewegung entsprechend hier mitbringen könnte und dafür sorgen könnte, dass wir wiederum die nächste Bewegung nach oben sehen. Ganz klar, wie auch in den letzten Handelswochen, Handelsmonaten immer wieder hier gesehen, dass der Markt sich in dieser Art von Zickzack-Bewegung hier bewegt hat. Theoretisch wäre noch einiges an Platz auf der unteren Seite. Das Ganze hier etwas voreilig. Gerade trotzdem, wie gesagt, sehe ich hier gerade aufgrund der Nachrichtensituation hier die Möglichkeit, vielleicht einmal ein bisschen Gegenbewegung hier zu sehen, bevor es dann auf die nächste Abwärtsbewegung hier nach unten entsprechend weiter unten gehen könnte. Klar, der Trend logischerweise hier auf Short-Seite unterwegs.
müssen wir dabei in dem Fall ganz klar bewerten. Trotzdem sehen wir natürlich, und das hier die Idee im langfristigen Chart, wenn wir uns den Monatschart anschauen, sehen wir, dass wir hier an sich auf einer sehr starken, sehr breit angelegten Unterstützungszone hier liegen und die durchaus dazu führen könnte, dass vielleicht ein bisschen wieder eine positive Marktstimmung in Richtung Euro zurückkommt, eine positive Marktstimmung. Stimmung wiederum, ich gucke mir das Ganze nochmal so an, eine positive Marktstimmung zurückkommt, die hier dafür sorgen könnte, dass, wie gesagt, die Bewegung erst einmal mit leichtem Aufwärtsdruck hier ja, wieder sich zurückmeldet und das Ganze getrieben durch die Nachrichtenseite, wie gesagt, spricht dann dafür, dass der Markt sich hier nach oben hin orientieren könnte. So, das meine eine Idee hier im Euro. Leider hat es auf der Aktienseite hier bei uns nicht ganz gepasst. Das heißt, wir sind hier weiter nach oben ausgebrochen. Frage wird jetzt sein, inwiefern der Aufwärtstrend hier weiter intakt ist. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Der ganze Monat April könnte natürlich noch Positives hier mitbringen, könnte noch die Aktienwelt hier auf der langen Seite weiter bewegen und durchaus auch noch oberes Potenzial hier mitbringen. Einsteigen würde ich erst einmal noch nicht. Ich würde erst einmal hier abwarten und gucken, was wir hier machen können. Einsteigen hier erst einmal, wie gesagt, nicht, weil zum einen trotzdem, dass wir hier diesen Ausbruch nach oben hin gerade sehen können, könnte natürlich immer noch eine kleine Gegenbewegung hier erfolgen. Soll bedeuten, dass wir noch einmal diese Ausbruchszone antesten, dass der Markt einmal vielleicht in Richtung 11,8, 11,820er Zone sich aufwärts bewegt. Also einmal bullisch nach oben, Abwärtsbewegung und dann richtig aufwärts hier auf der langen Seite könnte entsprechend hier passieren. Auf der anderen Seite logischerweise hier die Bewegung auf der Short-Seite nach wie vor, die Bewegung auf der Short-Seite hier nach wie vor durchaus im Rahmen des Möglichen. Das jedenfalls, wenn wir hier durchaus wiederum vielleicht im nächsten Monat dann Monat Mai uns überlegen, was geht und was dort eventuell auf der kurzen Seite passieren könnte. Das alte Sprichwort Sell in May and go away könnte passen. Wenn wir uns überlegen, hier Monatskerze läuft erst einmal noch bis an diese vormalige und das hier die blaue Widerstandszone läuft hier dann entsprechend vorab an den Unterstützungsbereich hier. Jetzt dann Widerstandsbereich könnte dazu führen, dass wir dort wiederum Abwärtspotenzial sehen. In etwa so etwas vielleicht, was wir hier kerzentechnisch auf der Ebene gesehen haben, auch mit weiterem Abwärtspotenzial logischerweise dort. Könnte auch hier wieder passieren, wie gesagt, dort durchzuhalten, mag Sinn machen und erst einmal abzuwarten und vielleicht die Short-Seite dort zu beobachten, die Short-Seite dort auf der unteren Seite wiederum anzugucken. Und dann natürlich zu gucken, was dort nach unten hin passiert. Das, wie gesagt, hier die Idee. Genau, Dominik meldet sich gerade zurück und sagt hier gerade, mein Account hat ordentlich Federn gelassen. In der Tat sind leicht am Einstieg. Hier haben einige Positionen hier wirklich daneben geholzt. Muss man ganz klar so sehen. In dem Fall hier passiert das auch gerne mir in der mal. Nicht allzu oft, allerdings, wie gesagt, auch schon in der Vergangenheit vorgekommen. Trotzdem gucken wir natürlich, dass wir hier weiterhin in den Märkten aktiv sind, gucken nach möglichen Einstiegspunkten und die Bewegung, die Anfang des Jahres da gewesen sind, die durchaus zyklischen Bewegungen, diese größeren langfristigen Bewegungen wurden hier entsprechend durch ein, zwei oder drei, in dem Fall Verlusttrades wiederum aufgefangen, leider negativ gesehen. Und dann kam entsprechend sogar noch hier der Dreher im Risiko, das heißt die Aktienmärkte komplett wieder in die Richtung der anderen Seite hochgelaufen. Und das entsprechend hat dann leider hier Verluste gekostet. So gucken wir trotzdem weiter. Wie gesagt, lassen uns davon logischerweise nicht beirren und müssen natürlich dann weiterhin gucken. Aber ein ganz wichtiger Punkt, der hier immer wieder zum Tragen kommt, wenn wir unseren Account anschauen, viele von Ihnen hätten vielleicht Ihren Account schon auf Null gesetzt. Das zeigt natürlich immer wieder hier ganz klar, dass die Risikoidee und wirklich das strikte Geldmanagement hier ein ganz eklatanter Punkt ist, einen ganz eklatanten Punkt darstellt. Also entsprechend Geldmanagement soll bedeuten, dass wir uns im Klaren sind, was wir riskieren, wie viel Risiko wir dort fahren können. Die letzten zwei Positionen, die dort gegen mich gelaufen waren, sogar der eine hier, der DAX, waren dann etwas mehr als 2% Risiko. Das ja, wie gesagt, das alles, was ich hier maximal fahre, im Pfund hat es auch nicht funktioniert. Da haben wir zweimal daneben gelegen. Von daher lieber etwas durchzuatmen und zu gucken, was passiert, ist dort der Punkt. Aber die drei Trades haben es eigentlich hier gekostet und in dem Fall natürlich dann leider der Account wiederum nach hinten und in dem Zusammenhang dort schwach unterwegs. So, Andreas, hast du heute Euro Neuseeland angesprochen und der sieht ganz gut aus. Genau, Andreas sagt, er ist dort drin. Ich habe mir den hier auf dieses Regal gelegt und gucke mir die Bewegung auch dort an. Ich sehe hier durchaus Positives und da könnten wir auch etwas positive Rückendeckung aus dem Euro vielleicht mitnehmen. Diese breit angelegte Unterstützungszone, wir sehen sie hier auf der Linienebene, Linienchartebene, Tagespivot, Wochenpivot, Monatspivotzone übereinstimmend hier signalisieren eventuell weiter Aufwärtsdruck hier. Das Ganze könnte sich hier stark bewegen. Das Ganze könnte sich stark aufwärts bewegen. Auch hier
zweierlei Maß. Zum einen könnte man natürlich jetzt schon einsteigen. Warum eigentlich nicht? Wir könnten dort ja schon mal zwei Lots auf der oberen Seite hinlegen, nehmen dort etwas Potenzial eventuell mit und Stop-Loss dann auf der unteren Seite und dann auf der oberen Seite ohne einen gewissen Take-Profit die Idee, einfach dort diese Position puffen zu lassen. Ganz klar, Hintergrund dabei sein, dass der Markt weiter nach oben ausbricht. Sollte auch hier wiederum diese angetestete Variante wiederum stattfinden, dass der Markt sich hier einmal nach oben bewegt und wieder runterkommt, um dann auszubrechen. Am Ende könnte natürlich auch weiterhin passieren. Das heißt, dort müssten wir dann gucken und durchhalten, was passiert. Das heißt aber auch, dass die Monatspivotzone, die ja entsprechend hier gerade diesen Ausbruchspunkt darstellt, dass die entsprechend trotzdem auch mit Aufwärtspotenzial hier weiterhin im Markt stehen könnte. Und wenn nicht jetzt wirklich hier der Markt zum Tagesende noch komplett wiederum nach unten dreht, sieht an sich hier die Idee, Andreas, in der Tat gar nicht so schlecht aus und könnte dafür sprechen, dass der Markt sich nach oben hin bewegt. Auf der anderen Seite hier, und das ist das Risiko, was wir hierbei haben, aktuell könnte es natürlich passieren, dass wir gerade hier erst einmal sehen, dass der Markt den oberen Docht dieser einer Verkaufskerze hier in Angriff nimmt. Dass wir wirklich, was wir hier auch gesehen haben, die ersten Handelstage des Monats, und wir sind hier nun wirklich hier erst im zweiten Tag heute des Monats April unterwegs, dass diese Dochtkerze hier mit dann entsprechend Abwärtsdruck am Ende nach unten hier weiter im Markt bereitstehen könnte. Gleiches hier auch, wie wir es gerade sehen können, könnte vielleicht bedeuten, dass der Markt dann schlussendlich wiederum den Abwärtstrend aufnimmt und doch wiederum nach unten fällt. Das heißt, da müssen wir gucken und natürlich dann in den nächsten Tagen hier die Augen offen haben. Positiv, wie gesagt, ist das natürlich zu werten. Sollte der Markt sich hier nach oben bewegen, sollte der Markt den Ausbruch hier vorbereiten und die Marktbewegung nach oben hin weiter vollziehen, spricht das ganz klar dafür, dass wir hier weiteres Potenzial nach oben sehen und weiter in dem Zusammenhang auch hier die Marktbewegung auf der langen Seite logischerweise weiter behandeln. Genau am ATR. Ach so, Andreas, okay. Genau, sind genau am ATR hier oben dran. Gleichwohl trotzdem hier die Bewegung immer noch gut aussieht. Klar, wir sind vielleicht ein wenig spät drin. Trotzdem diese leicht bullische Kerze hier, dieser Widerstandsbereich hier, könnte dafür sprechen, dass der Markt sich nach oben hin orientiert und wie gesagt dort die Richtung nach oben hin aufwärts dreht, nach oben aufwärts dreht. Und wie gesagt, dann würde ich hier bis zur nächsten Monatskerze als erstes einmal gucken, um dann zu schauen, was geht, um dort vielleicht hier den Markt auf der langen Seite wiederum hier weiter zu behandeln. Je weiter wir hochlaufen, desto mehr könnten wir natürlich hier gucken, dass wir unsere ehemalige Strategie wiederum hervorholen und gucken, ob wir nicht vielleicht zwei, drei Positionen mit einer langfristigen Idee dort im Markt dazuführen und dann entsprechend den Markt auf der langen Seite hier mit Potenzial sehen. Das genau die Idee hier. Von daher danke, Andreas, nochmal für deinen Handelsansatz hier im Euro-Neuseeland-Dollar. Den Euro-Aussie hatten wir uns auch angeschaut. Der sah allerdings nicht ganz so gut aus, gleichwohl der heute sich schon relativ gut bewegt hat. Das heißt, hier sind wir schon bullisch unterwegs. Die Trendlinie nach oben ist durchaus positiv zu sehen. Der Markt hier auf der langen Seite unterwegs. Tageschart-Ebene spricht auch hier dafür, dass der Markt sich nach oben hin absetzt. Auch dort sind wir ja schon durch diesen Trendkanal nach oben hin ausgebrochen. Sollte das Ganze sich als, wie gesagt, nachhaltig hier bestätigen lassen, sollte der Markt sich hier nach oben hin bewegen, dann könnten wir natürlich, wie gesagt, hier durchaus Potenzial nach oben sehen und auch dort den Markt auf der langen Seite handeln. Soll auch hier bedeuten, das Ganze in der oberen Richtung zu sehen. So in etwa wird ein Ei draus. Das Ganze, wie gesagt, auf der Long-Seite. Gegenteilig auch hier, gleiche Veranstaltung, sollte der Markt sich hier nicht ganz dort anfreunden lassen mit unserem Long-Idee, mit unserem Long-Ideal hier. So sehen wir ja hier bärische Bewegung. Wochenebene in dieser Woche sind wir ja erst einmal bullisch nach oben hochlaufend unterwegs. Sollte also der Markt nach unten drehen, hätte natürlich für uns hier auch relativ zeitig dort die Short-Seite eine gute Möglichkeit hier im Markt uns nach unten hin zu bewegen. Blick vor allen Dingen, bevor wir uns den Aktienmärkten noch einmal annähern, hier in Richtung Edelmetalle und dem Ölmarkt. Wir sehen, dass der Edelmetallpreis hier weiter federn lassen muss und weiter sich auf der unteren, auf der Short-Seite bewegt und dort auf der Ebene natürlich hier weiterhin Druck auf der unteren Seite ausüben könnte. Das Ganze, was sich hier auf der unteren Ebene bewegt, heißt natürlich hier ganz klar durchaus mit Short-Potenzial könnte hier zu rechnen sein. Das heißt, auch hier sehen wir auf der langfristigen Chart-Ebene, dass der Markt sich abwärts bewegt und dort auf der unteren Ebene, auf der Short-Seite dort Abwärtsdrucke wie im Markt präsentiert werden könnte. Das, wie gesagt, was sich hier gerade andeutet, sieht erstmal nach einer Korrektur nach unten aus.
Macht natürlich dann Sinn, auch weiter mit den Aktien dort auf der langen Seite unterwegs zu sein. Denn Goldmarkt hier, Gold im Euro, das sieht an sich auch nicht unbedingt bearish aus. Trotzdem sehen wir auch hier, dass vielleicht ein wenig Druck auf der unteren Seite passieren könnte und dadurch der Markt sich wieder erst einmal nach unten bewegen könnte. Im S&P waren wir dort auch ja auf unserer Short-Ebene drin, hat auch nicht funktioniert. Das heißt, auch hier falsches Signal erhalten. Finanzbereich hier haben wir ja dort den Markt verkauft, entsprechend gewartet dort zum richtigen Zeitpunkt auf der kurzen Seite hier die Marktbewegung nach unten hin ausloten wollen. Das Ganze hat dann nicht sollen sein. Das hat nicht sollen sein. Der Markt auch hier hat sich entsprechend in unsere Gegenrichtung entschieden. Also auch nach oben hier positiv sieht es aus. Ich könnte dafür weiterhin oder mit dem Aufwärtsdruck hier weiterhin zugegen sein. Die Idee natürlich dahinter, mag bei den Anlegern weiterhin die vielen, hatte ich nämlich hier nicht gefunden, dass der Markt sich entsprechend wieder ans niedrige Zinsniveau gewöhnt. Das heißt, die Zentralbanken, die alle ein Stückchen weit zurückrudern, woher soll denn auch wirklich eine großartige Zinssteigerung kommen, wenn die Märkte entsprechend dort, wenn die Märkte ja nicht mit der entsprechenden Wirtschaftsleistung dahinter stehen, soll bedeuten, die Aktienwerte bzw. die Zentralbanken, die dort eher negative Prognosen in Richtung wirtschaftlicher Daten, in Richtung wirtschaftlichem Ausblick skizzieren, sind natürlich dann dabei, weiterhin auf der unteren Zinsebene zu verharren. Heißt, in den Vereinigten Staaten, das hatten wir vor einigen Handelstagen, hier vor 2 Wochen ja mitbekommen, gibt es erst einmal keine Zinssatzerhöhung in diesem Jahr, wenn überhaupt eine im nächsten Jahr. Das heißt, das billige Geld in Anführungsstrichen dürfte weiterhin auf die Märkte geflutet werden. Und das natürlich in dem Fall hier wiederum das Ende oder einen Anfang so in den Aktienmärkten finden. Die Spirale dreht sich also weiter und in dem Zusammenhang hier könnten auch vielleicht erstmal die Aktien weiter zulegen. Das führt dann auch logischerweise hier im Dow Jones nicht weiter an uns vorbei. Auch dort liegen wir natürlich oder sehen wir, dass der Markt nach oben hin auszubrechen scheint. Das heißt, auch hier eine gewisse Zwischenerholung oder Abwärtskorrektur, leichte Korrektur, die ich ja als Verkaufspotenzial durchaus gewertet hatte, hat sich entsprechend hier gegen uns gewandelt und jetzt sieht es hier auf der Monatskerze sogar gar nicht so verkehrt aus mit weiterhin Druck auf der oberen Seite. Das heißt natürlich hier, wenn Sie weiter interessiert sein sollten, die Long-Seite hier zu behandeln, könnte hier ein durchaus probates Mittel sein. Das heißt, dieser Widerstandsbereich hier dürfte einem erneuten Widerstand dann auch nicht unbedingt hier weiterhin im Weg stehen. Also erstes Kursziel wäre hier die 26.730 Punkte Marke und danach dann vielleicht hier die großartige Widerstandszone. Oder natürlich, wir spielen das Ganze entsprechend auch weiterhin auf oder mit einem Fibonacci. Dann hätten wir natürlich hier so einiges an Potenzial auf der langen Seite. Dann hätten wir hier die 30.000 Punkte Marke. Wenn auch die vielleicht erreicht werden könnte, könnte das natürlich hier für eine weitere Kernschmelze an den Finanzmärkten sprechen. Also noch einmal richtig schön nach oben laufen, bevor hier der Sargnagel entsprechend wird. Wie gesagt, auch das als Idee vielleicht im Rahmen des Möglichen. So, nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Wie gesagt, ich werde mich hier heute nicht mehr lange wach halten, sondern werde mich wirklich in die Seitenlage begeben. Mir geht es nicht gut und in dem Zusammenhang hier wenn ich das Webinar auch gerne ein Stück weit kurzfristiger und früher hier. Und wir gucken uns dann logischerweise morgen in den Märkten wiederum an, was passiert. Ich hoffe, dass ich morgen wieder fit bin und wir dort ja weitere Einstiegspunkte finden könnten. Und in dem Zusammenhang erstmal hier viel Erfolg weiterhin, alles Gute und bis morgen. Ciao, ciao.